So, heute ist Freitag, der 11. Juni 2021, 16.47 Uhr, live aus dem Stasi-Kaff 37574 Einbeck. Ich gehe mal wieder spazieren. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ganz kurze Introduktion. Diesmal euch ganz kurz. Mein Name ist Adrian Lachstetter. Das ist mein bürgerlicher Name, der Name meiner Person, die dem Vatikan gehört und sich unter See- und Handelsrecht befindet. Oder im See- und Handelsrecht, in diesem Rechtskreis. Mit der will ich nichts mehr zu tun haben und auch nicht mit der Satanisten-Freimaurerfamilie Lachstetter. Deswegen nehme ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic. Ich bin Opfer von Geheimdienstverbrechen, Gangstalking, Kindersexhandel, satanistisch-rituellen Missbrauch, Projekt Monarch, Beta, MK Ultra, Gehirnwäscheopfer. So, Gangstalking bin ich auch noch Opfer. Und momentan versucht man mich mit allen Mitteln umzubringen, unschädlich zu machen, einzusperren, einweisen zu lassen. Mit nicht sauberen Mitteln, also zum Beispiel Provokation in der Hoffnung, dass ich dann der bin, der die erste Reaktion macht, dass man dann sagen kann, Adrian ist der Böse. Wie im Klassenzimmer halt, ne, wenn der Lehrer irgendwie nur sieht, ja, Kind X hat Kind Y geschlagen, aber nicht warum hat Kind X Kind Y geschlagen, weißt du? Das versucht der Geheimdienst bei mir seit Jahren. In der einen oder anderen Weise. Ein paar Mal ist es auch schon gelungen mit den Psychiatrisierungen, dass ich zu Hause dann so ausgeflippt bin. Ne? Man muss sich vorstellen, ich werde hier schlafentzugsgefoltert jeden Tag. Letzte Zeit ist besser geworden, aber mit diesen Körperchips, mit diesem Nanotech und mit den Strahlenwaffen, weil meine Nachbarn oder Energiewaffen, ich spreche lieber von Energiewaffen, weil Strahlen hört sich so falsch an, obwohl es eigentlich korrekt ist. Oder Mikrowellenwaffen, wie auch immer, auf jeden Fall. Und man kann die Leute natürlich auch, wie gesagt, Menschen sollen wohl elektromagnetische Wesen sein. Man kann uns auf jeden Fall mit Frequenzen beeinflussen, uns aggressiv oder ängstlich machen, das geht auf jeden Fall schon. Und wenn man jetzt, sag ich mal, 24-7 angegriffen wird, schlafentzugsgefoltert wird, was man bei mir seit Jahren macht, seit meinem dritten Lebensjahr, da wird man dann auch irgendwann labil. Wenn man dann auch einsam ist, so hat man mich schon mehrfach in die Psychiatrie gefoltert, in Psychiatrien sind ja Nazi-Todeslager, wissen wir alle, ich werde euch da unten was verlinken in der Beschreibung. So, und jetzt zum Thema Statement. Ich gehe auf diese ganze Story nicht länger ein, auf jeden Fall, die Idee hinter meinem Targeting war, mich schwul zu machen und pädophil und mich dann in den Geheimdienst halt mit reinzuziehen. Man wollte mich halt mit diesem Traumaprogramm halt genauso einen verrückten Freak und so einen Psychopathen umbauen, wie die da sind. Also eine auf Pisse stehende und BDSM stehende homosexuelle Schwuchtel und auf Kinder stehende. Und halt auch eine, die auf Kinder steht. So. Das hat man versucht. Mit Mind Control, mit Trauma, mit Gehirnwäsche und mit technischen Mitteln. Heißt also, wie gesagt, Stimulation bis zum Orgasmus seit meinem dritten Lebensjahr, jeden Tag. Ja. Funktioniert aber nicht. Wie gesagt, ich halte an meinem Wertesystem fest. Mein Wille ist zu stark. Das war auf jeden Fall die Idee hinter diesem Targeting-Programm. Also man wollte mich auch für den BND und die CIA mehrfach anwerben und für die Freimaurer. Also die Idee hinter meinem Traumaprogramm war halt, mich in dieses Kartell reinzuziehen und mich halt auch in so einen Perversen umzubauen. Ne? So wie mein bekloppter Großvater das ist. Der arbeitet übrigens als Maler und Lackierer, das sagt ja schon alles aus. Ne? Habe ich mal bei Take Me Out gesehen, Maler und Lackierer sollen wohl alle komische Fetische haben, ne? Ja. Es liegt ja nahe, wenn man Autos lackiert, einsprüht mit Farbe, so. Ich sag dazu nichts weiter, auf jeden Fall. Genau, es hängt alles zusammen in dieser Welt. Zufälle gibt's nicht. Auf jeden Fall, die Idee war halt, mich auch in so eine perverse, Pisse trinkende, kinderfickende Schwuchtel umzuwandeln. Und halt in einen Freimaurer. Wollte man mich reinziehen in die Thule-Gesellschaft, wollte man mich reinziehen. Wie gesagt, ich habe alles abgelehnt und ausgeschlagen. Alles, was ich will, ist eine Kindheit, oder was ich wollte, war eine Kindheit. Die habe ich nie gehabt. Die hat man mir genommen. Und ja, genau. Deswegen halt jetzt nochmal dieses Statement-Video. Alles, was ich wollte, war eigentlich nur eine Kindheit. Was heißt eigentlich, streich mal durch, ich wollte nur eine Kindheit, mehr nicht. So wie jedes andere Kind das auch hatte. Ich hätte gern dieses
einfache 0815 Arbeiterleben gehabt. Ne? Und das war's. Ich brauche hier von dieser Welt nichts. Ist doch eh nur eine Zwischenwelt. Bevor wir dann zu Gott kommen irgendwann. Ich muss hier kein Präsident sein. Bringt mir eh nichts, wenn ich die Geheimniskriminalität nicht stoppen kann. Ich muss kein, auch keine Terrororganisation, keine Hezbollah, auch keine Unterstützung vom Iran oder 500 Millionen Euro oder irgendwas. Brauche ich alles nicht. Ne? Ich möchte meine Kindheit wieder haben. Werde ich nie wieder kriegen. Ja, klasse. Ne? Ich möchte Rache dafür, für den Fakt, dass er mich hier Menschenhandel gehandelt hat und immer noch Menschenhandel tut. Und mich versucht, ja, als arischen Übermenschen, Indigo kennt und empfangt mit hoher Intelligenz, mit irgendwelchen Volllosern vom Geheimdienst oder von den Geheimdiensten zusammenzubringen. Mit irgendwelchen Legasthenikern und Autisten und Leuten, die halt nichts können. Ich möchte alle in meiner Monarch-Programmierung beteiligten Personen tot sehen. So, ganz einfache Kiste, mehr sage ich dazu nicht, verzeihen werde ich niemanden. Das ist das, was ich momentan will. Gut, die Kindheit wird mir keiner wiedergeben können, deswegen will ich auch diese hohe Entschädigung, mindestens im Milliardenbereich. Was anderes gebe ich mich auch nicht mit zufrieden, dann kann ich mich auch gleich umbringen, weil ich möchte, wenn das irgendwann mal vorbei ist, hier anfangen zu leben. Ja, und zwar richtig leben, nicht nur überleben, sondern dann das steht mir auch zu, dann wirklich mal, ja, auch vielleicht mal eine Weltreise machen oder sowas, dann irgendwie, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, als Ersatz dafür, dass ich quasi nie so leben konnte, wie ich wollte, 21 Jahre lang, möchte ich dann zumindest das Recht haben, die letzten 50 Jahre vielleicht noch, wie lange lebt man denn so im Schnitt, noch irgendwie das machen zu können, was ich will. Nämlich, ja, alles halt. Mal alles durchtesten, mal Segelflugzeug fliegen oder was weiß ich. Hätte auch gerne ein eigenes Flugzeug, was ich mir auch alles hätte leisten können von meinen Millionen, die ich mit Bitcoin gemacht hätte, wenn mir der Herr Karl mit seiner Bande da nicht alles kaputt gemacht hätte. Das kommt ja auch noch hinzu, dass ich selber schon das alles hätte erreichen können durch meine eigene Arbeit. Und mir hat man das alles kaputt gemacht. Ich wäre mindestens mit 3 zugedrückten Augen, mit dem 3. Auge zugedrückt, auch noch Millionär. Mindestens. Aller mindestens. Hat man aber alles kaputt gemacht, indem man mich halt geasset-stripped hat. Ich hatte halt nie viel Geld. War halt immer unter Mind Control. Das heißt, meine Gedanken waren halt auch gesteuert. War halt wie so ein Roboter dann auch schon immer. Das heißt, gewisse Gedankengänge kamen mir dann zum Beispiel gar nicht. Es ist dann halt quasi wie geblockt und deswegen bringt mir das auch nichts, irgendwie Präsident zu sein. Wenn ich gewisse Gedanken gar nicht haben kann oder haben darf und, ne? Ja. Genau, ganz einfache Kiste halt. Hey, unsere Welteliten sind auf jeden Fall alles Sexualperverse. Das sind eigentlich Straftäter, die sollte man eigentlich hinrichten. Sowohl die Führungsriege im Iran als auch die in Deutschland und weltweit. Weil das sind nämlich alles Freimaurer oder Templer oder die gehören irgendwelchen mächtigeren Geheimgesellschaften an. So. Wie gesagt, mich wollte man damit reinziehen, ich will das nicht, ich will nur Rache für das, was man mir angetan hat. Mehr will ich nicht. Und dann halt endlich in Frieden leben können. Wie gesagt, für mich gibt es nur diese zwei Optionen. Entweder ich kriege jetzt meine Rache, diese ganzen Leute werden alle hingerichtet, ich werde entschädigt, das ganze System wird abmontiert, Mobilfunktürme wird alles in die Luft gesprengt, ja. Geheimdienste werden abgeschafft, dass wir dann hier wirklich alle wieder in Frieden und Harmonie leben können. Radar muss natürlich auch weg, alles was drahtlos ist, sonst bringt das nichts, sonst ist nur wieder das Volk abgeschnitten, während das Militär muss auch komplett weg. Brauchen wir alles nicht. Wozu brauchen wir Radar? Wozu brauchen wir vor wem? Wenn man das erstmal verstanden hat, dass alle Länder von Freimaurern kontrolliert werden und Geheimgesellschaften oder besser gesagt Kriminalgesellschaften, wie Dr. Catherine Horton das sagt, ne?
Ja, dann versteht man auch, wie schwachsinnig das alles ist und dementsprechend, wofür wird es dann eingesetzt? Ja, wofür brauchen wir Radar? Flugabwehr vor den bösen Russen oder vor den bösen Amis oder was? Da sind doch genauso Freimaurer an der Macht wie hier. Putin ist auch ein Freimaurer. Ne? Was für geheime Gesellschaften er sonst noch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall am Kreml ist auch hier diese Freimaurer-Illuminati, also in der Augensymbolik, das Auge der Vorsehung. Also deswegen, vor wem oder gegen was wird das denn eingesetzt? Steht da jetzt, was ich meine? Und so kann man sich das dann übrigens auch alles schlussfolgern. Das heißt also, das Radar und diese ganze Scheiße wird nicht für irgendeine Bedrohung im Ausland genutzt, sondern es wird natürlich dafür genutzt, für eine Bedrohung im Inland, also um die Zivilbevölkerung halt zu überwachen, abzutöten, für dieses Voice to Sky, für diese Stimmenbesendung, für diese Gedankeneinsendung, dafür wird das Ganze genutzt. Deswegen muss das alles zerstört werden. Sämtliche Radartechnologie muss auch zerstört werden. Alles Drahtlose. Ohne Drahtlostechnologie ist nämlich dieses ganze elektromagnetische Konzentrationslager, sage ich mal, was man hier errichtet hat, hinfällig. Na, wir brauchen keine Handys und keine Funktürme. Das ist alles eine Trojan Horse Technology. Das ist ein trojanisches Pferd. Könnt ihr ja mal googeln, wem das was sagt. Das ist ein trojanisches Pferd, alles. Jedes Handy, egal von welchem Anbieter, egal ob Klapphandy oder nicht. Das ist eine Wanze. Da kann man euch mit abhören jederzeit. Und ihr zahlt auch noch Geld dafür. So, also wir brauchen es nicht. Wir haben es damals nicht gebraucht. Warum sollen wir es denn jetzt brauchen? Das ist kein Fortschritt, sondern Rückschritt. Wir können den Computer gerne behalten, können uns alle E-Mails schicken, Internet können wir auch behalten. Allerdings muss aus den Routern sämtliche Drahtlostechnologie ausgebaut werden. Also abschalten oder abstellen in der Software reicht da nicht. Das kann ja gehackt werden, dann kann man das wieder anstellen. Also sämtliche Emitter, WLAN-Emitter müssen aus den Routern ausgebaut werden. Genau. Telefone können wir auch behalten, allerdings nur die mit Schnur. So einfach ist das. Auf jeden Fall drahtlos muss alles weg. Weil das ist nämlich auch Trojan Horse Technology, auch wieder. Also deswegen, man will das, das hat alles einen Grund, warum man uns das andrehen will. Könnt ihr mal googeln, Agenda 2030. Wie gesagt, die Agenda ist, man will die Menschen auf 500 Millionen reduzieren mit allen möglichen Mitteln, darunter Impfungen, Kriege, Hunger, Pestilenz. Ja, denn im Prinzip ist der Plan halt diesem Kriminalkartell, Freimaurer, Vatikan, Jesuiten, Rosenkreuzer, Templer, Hospitallerorden, was weiß ich, halt die ultimative Macht zu geben. Nur noch 500 Millionen Menschen, die machen dann letzten Endes die ganze Arbeit. Ich hätte der One-World-Präsident sein können, habe ich abgelehnt. So, hat keinen Gegenwert, ich will von dieser satanistischen Welt nichts. So, Regierungen haben sowieso nur imaginäre Kräfte, genau wie Geld einen imaginären Wert hat. Also, ich möchte meine Kindheit, wie gesagt, wieder haben. So, kriege ich nicht wieder, deswegen auch die hohe Entschädigung. Ich möchte, dass mein Körper, mein Hohn und alles mit Militärtechnologie geheilt wird, schleunigst, bald. Nee, deswegen. Für mich gibt es auf jeden Fall jetzt nur noch zwei Optionen. Option 1 ist, das tritt alles ein, ich werde endlich entschädigt, kriege endlich meinen Seelenfrieden, meine Täter werden alle... Ich will erstmal wissen, wer das sowieso überhaupt ist, was das für Leute sind, da im BND-Hauptstasi-Hauptquartier. Gangstalker weiß ich ja, aber ich meine jetzt halt die auch diese Voice-to-Sky-Scheiße machen. Oder ob das denn auch teilweise vom Computer automatisiert wurde und... Das will ich alles wissen. Diese Leute müssen alle zur Rechenschaft gezogen werden, erschossen werden. Mit ihrer ganzen Familie zusammen ist wie Unkraut. Muss man machen, sonst kommt es immer wieder. Da darf man sich auch nicht blenden lassen. Das sind Verbrecher. Verbrecher müssen erschossen werden. So, entweder das tritt ein oder eben halt mein Tod. Dann sollen sie mich meinetwegen umbringen. Ich kann auf jeden Fall nicht mit solchen psychopathisch gestörten, pissetrinkenden, kinderfressenden Individuen zusammenleben auf einer Welt. Das geht nicht. Dann bin ich doch lieber bei Gott. Fernab von Mobilfunk. Ja, da im Himmel gibt es sowas garantiert nicht. Und habe alles, was ich will. Ja. So. In dieser ganzen Scheiße. So. Also es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe oder dieses Kriminalkartell geht. Beides geht nicht. Also harmonieren geht nicht. So.
Übrigens leuchtet euch mal alle, die jetzt hier zugucken, mit einer UV-Taschenlampe ins Auge. Die muss einen gewissen Nanometerbereich haben. www.stop007.org und dann Equipment und Detection. Müsst ihr mal bei Catherine Horton, der CERN-Physikerin, da vorbeischauen. Und wenn ihr dann irgendwas Grünes oder Lilanes oder Türkises zurückreflektieren habt, dann habt ihr ein Augenimplantat, ein illegales vom Geheimdienst. Augenimplantat bedeutet automatisch auch weitere illegale Implantate, weil die Augenimplantate bringen ja gar nichts ohne irgendwelche anderen Implantate, die dann das Signal von eurem Gehirn irgendwie übertragen an irgendwelche Computer, sodass irgendwelche Geheimdienstschwänzlutschenden Schwuchteln euch durch die Augen gucken können und sich darauf einwichsen können. Dafür müsst ihr dann das Wanzenmessgerät, diesen Acheco oder wie der heißt, nutzen. Ist auch auf Dr. Catherines Seite. Für alle, die jetzt hier so zuschauen. Ne? Gebt nur das Video, was Dr. Catherine Horton da gesagt hat. Die wird wissen, was sie macht. Ist eine gebildete Frau. Und ja, genau. Ich bin auch Opfer dieser ganzen Technologie. Electronic Harassment nennt man das auch. Also elektronische Harassment halt. Ne? Also Folter. Das heißt also, ja, ich habe Agenten, die mir in Echtzeit durch die Augen sehen können, auch während ich scheiße und unter der Dusche. Und das ist auch ein Zustand, das geht gar nicht. Und das geht ja auch seit meinem dritten Lebensjahr so. Das heißt also im Prinzip, kann man mich wie so eine Live-Porno-Livecam nutzen und kann halt quasi jederzeit mir zugucken, illegal, gegen meinen Willen, seit meinem dritten Lebensjahr, was ich halt so mache. Und das geht meiner Meinung nach gar nicht. Und schon allein dafür könnte man mich auch mal auszahlen. Also so oder so wäre ich steinreich, wenn das irgendwie alles ans Licht kommt irgendwann mal. Ich gebe mich mit nichts im Millionenbereich zufrieden. Das reicht nicht. Vor allem hat man ja auch alles zerstört. So, also wie gesagt, entweder das kommt, ich werde im Milliardenbereich entschädigt. Und alles andere, dann kann man mich auch gleich umbringen. Dann gehe ich lieber zu Gott in den Himmel. Ganz ehrlich, weil das akzeptiere ich dann nicht. Also für mich gibt es nur diese Option. Ah ja, und die ganzen Kinderpornos, die man mit mir gedreht hat in der Kindheit, was man sich da an Geld mitgemacht hat. Ich weiß bis heute nicht, wer das war oder wie diese Personen heißen. Was auch eine Frechheit ist, ne? Die halten sich alle schön im Hintergrund, diese Geheimdienstler, tun alles im Namen der nationalen Sicherheit, ne? Das würde ich dann gerne mal wissen. Diese Leute müssen auch mit ihren Dreckskindern, ihrer Drecksfamilie alle an die Wand gestellt und erschossen werden, ne? Also an mir selber hat man schon illegal auch einen Millionenprofit erwirtschaftet. Durch die Psychiatrie, durch die Tabletten, durch die Pornos, die Kinderpornos, ja. Und so weiter und so fort. An mir als arischen Übermensch wohlgemerkt. Ich habe keine Behinderungen gehabt und habe jetzt auch keine, beziehungsweise eine künstliche, durch dieses Geheimdienst-Targeting, durch diese Zersetzung halt, ist man halt quasi eingeschränkt. Auch geistig und durch diese ganze Scheiße. Aber vorher habe ich ansonsten, ich habe nie irgendwas gehabt. Weder Autismus noch irgendwas anderes. Das ist auch nur eine Cover-Story, um bei mir diese Scheiße halt zu covern. Da bin ich dann halt, wie gesagt, wie ein bekloppter Autist mit paranoide Schizophrenie, was eine Cover-Story ist. Das ist der moderne Judenstern für Systemgegner. Damit mir halt keiner irgendwas glaubt. Damit die Geheimdienste da weiter schön Pisse trinken können und Kinder anpissen können. Und dann heißt es, der böse Adrian ist es, der macht mich mit. Genauso sieht es nämlich aus. So. Wie gesagt, ich möchte, dass das auch wieder gerade gerückt wird, dass die Leute endlich wissen, was hier mit mir gelaufen ist. Das soll auf allen Fernsehsendern hier in Deutschland soll das laufen. Den ganzen Tag dreht sich dann mal nur um mich. Was hat Bruno Kahl mit Superkaiser, Super CIA-Soldat Adrian aus der Familie Milosevic hier getrieben für den Schindluder? So, das möchte ich. Ganz Deutschland soll wissen, was hier für eine Scheiße gelaufen ist in Einbeck an mir. Wer weiß, vielleicht meldet sich irgendwann bei mir auch ein Filmstudio und will einen Film draus machen. Kann ich da auch noch ein bisschen Geld. Auf jeden Fall, mir steht auf jeden Fall was zu. Und zwar nicht nur irgendwie 1 oder 2, 3 Millionen. Das können sich in den Arsch stecken. Ne? Und vor allem das ganze seelische Leid, was ich durchmachen musste, wegen dieser Scheiße. Das werde ich euch auch nie verzeihen. So. Das muss ich leider am Anfang immer sagen, diese ganze Story, damit die Leute so ein bisschen, die jetzt hier neu zuschalten, ein bisschen sich in mich reinversetzen können, was ist hier los. Ach ja, übrigens, diese ganzen Internet-Trolle, die möchte ich auch alle verurteilt und hingerichtet sehen mit ihrer Familie. Was soll denn sowas? Übrigens, meint ihr, so kriegt ihr mich noch in irgendwelche Beziehungen, nachdem ich mir hier die Kanäle von euch löschen lassen muss? Nachdem ich mich im Internet hier beleidigen und mit Hasstiraden überziehen lassen muss?
Meint ihr, ich lasse mich jetzt noch auf eure scheiß verblödet autistischen Dreckskinder ein, die mir körperlich und geistig alle unterlegen sind? Wohl kaum, oder? Nach dieser ganzen Scheiße hier. So, auf jeden Fall, dann sind wir bei der nächsten Straftat. Man versucht mich jetzt auch noch für Erwachsenenprostitution halt einzusetzen. Ne? Also ich soll wieder Schwänze lutschen. Für was denn? Und da sind wir jetzt beim Punkt. Beim Statement-Video. Wie gesagt, ich werde nicht kooperieren. Ich werde nicht mitmachen. Und vor allem, wofür? Warum soll ich Schwänze lutschen? Herr Karl, hä? Wofür? Ich will und ich brauche von dieser Welt nichts. Also warum soll ich was tun, wenn ich nichts will? Außer Gerechtigkeit und Rache und dass dieses Geheimdienstsystem endlich zusammenfällt. Also schiebt euch diese ganze Scheiße in Haare. Ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Ihr habt euch mit mir versaut. Alle. So, ich bin sowieso, davon ab bin ich asexuell und auch nicht schwul oder hetero oder irgendwas. Ich habe keinen Bock auf Beziehungen. Was bringt mir sowieso nichts, wenn ich unter Geheimdienstüberwachung stehe, mir irgendwelche Agenten beim Sex zugucken können. Na, herzlichen Glückwunsch auch. Nee, also hat sich erledigt. Läuft nicht. Spielt sich nicht ab hier. Ich werde nicht, da sind wir jetzt beim Statement. Also, Herr Karl, ich werde niemals mitmachen. Ich werde nicht kooperieren in diesem geisteskranken System. Eher sterbe ich und bin bei Gott im Himmel und da habe ich dann wirklich alles, was ich will. Meine Ruhe, bin fernab vom Mobilfunk, muss nicht mehr schlafen, muss nichts essen. Im Himmel habe ich mal wie Gott, man soll im Himmel, wird es ja irgendwie nichts mehr essen brauchen. Und auch nicht mehr schlafen brauchen, da ist wohl nur Tag und Nacht, gibt es wohl auch alles nicht mehr. Ja, da bin ich doch lieber da oben, als hier in irgendeiner kaputten Welt mich irgendwie mit einer pädophilen Kontrollakte erpressen lassen zu müssen. Wie ich irgendwie ein Kind angepisst oder gevögelt oder gefressen habe. Um dann hier irgendwie Präsident zu sein, ja, der auch keine Macht hat. Und dann irgendwie sagen zu können, das ist die Flagge des Landes. Ein bisschen winken, klatschen, rote Bänder durchschneiden, Krankenhäuser einweihen. Ja, klasse, Applaus, ey. Nee, das sind die größten Loser und Versager, diese sogenannten Präsidenten. Alle, ausnahmslos, weltweit. Ne? So, also, ich würde mal sagen, dass das hier eine Pattsituation ist, aber doch einen kleinen großen Nachteil zum, ne, ist gar keine Pattsituation. Ihr seid da am Ablosen beim BND und ihr wisst das auch. Naja, wie gesagt, ich werde meinen Kampf weiterführen. Meine Waffe sind die Informationen und ich werde weiterkämpfen. Meine Waffe sind die Informationen, meine Waffe ist das Handy. Meine Waffe sind die Videos, meine Waffe ist die Wahrheit, ich brauche von dieser Welt nichts. So, und jetzt ist auf jeden Fall die Frage, das wollte ich fragen, was habt ihr mir denn jetzt noch anzubieten? Hä, Herr Karl, was können Sie mir bieten, dass ich mich auf so eine Scheiße einlassen soll? Vor allem, wo ihr mir sowieso noch so viel schuldet, das kommt ja auch noch da hinzu. Übrigens meine Konditionierung, das möchte ich auch noch mal sagen, die ist schon lange weg. Weil nach den ganzen Krepeln, die man mir angedreht hat hier, aus dem füllten Abfallcontainer, wo ich mir so denke, wer zeugt sowas? Ich sag mal keine Namen, aber ich sag mal vieles war hier nichts. Wo ich mir so denke, wer zeugt sowas? Warum hat man deren Vorfahren nicht euthanasiert oder diese Kinder nicht einfach in Müllhäcksler geschmissen, wo sie geboren worden sind? Frage ich mich halt, ganz ehrlich. Wo ich mir so denke, an denen können sie doch so eine Versuche machen oder die irgendwie in irgendeine Klapsmühle sperren, die können eh nichts, die sind eh nur am Sabbern oder geistig behindert. Mit solchen Kindern kam man ja auch schon hier, mit irgendwelchen Fehlstellung und Fehlbildung. Dann sagen mir gewisse Leute in gewissen Chats auch noch, es wäre egal, wo man die Leute auftreibt. Nein, ganz sicher nicht. Ich popp nicht mit irgendwelchen Behindis rum und Legasthenikern und Autisten. Vor allem, das sind übrigens alles beim Geheimdienst. Und ich sage es nicht nur, weil ich die beleidigen will, sondern weil ich auch weiß, teilweise, wer für die Geheimdienste arbeitet. Autisten und Legastheniker. Die denken, sie wären Übermenschen. Und deswegen kam ich auch auf diesen ganzen Übermenschentrichter. Das sind Autisten und Legastheniker, die denken, sie wären Übermenschen, weil die halt Zugang zu dieser ganzen Militärtechnologie haben. Zu diesen Geräten, die man benutzt, um den Leuten durch die Augen zu gucken, so eine Scheiße. Nein, ihr seid keine Übermenschen, ihr seid Loser, Versager, die sich Technik zusammengeklaut und haben von den Leuten über Jahrhunderte, was von intelligenten Leuten erforscht wurde, wie ich zum Beispiel. Also Leute wie ich. Nicht etwa, also jetzt nicht ich, sondern Leute wie ich, die halt was auf dem Kasten haben. Da ist schon so ein Geheimnis da vorbeigefahren. Ja, auf dem Sack alles hier.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also schiebt euch eure Dreckskinder in den Arsch, schiebt euch dieses Homosex-Trafficking in den Arsch. Ich habe kein Interesse. Wie gesagt, ich bin total, ich habe man sowieso dekonditioniert mit diesen ganzen Dreckskindern, die man mir angedreht hat. Weil das hat mich so gekränkt und das war, ist so eine Beleidigung für mich gewesen. Nee, und deswegen hat das jetzt auch hier, ich hätte mir auch eins kaufen können. Macht mich so depressiv zu sehen, wie irgendwelche Leute rumfliegen oben. Ich muss hier am Boden irgendwie spazieren gehen seit 13 Jahren. Dank Herr Karl und seiner Pissetrinkerbande. Und da ist es der böse Adrian, ist es, weil er nicht keine Kinder ficken will. Ja, klasse. Das ist deswegen. Und ich habe auf jeden Fall noch vieles vor. Und das steht mir zu, dass ich zumindest den Rest meines Lebens dann irgendwie schön, sag ich mal, ausklingen lassen kann. In meinem vom Geheimdienst demolierten und zerstörten Körper. So, ansonsten brauche ich auch nicht mehr weiterleben. Ne? Wenn ich dann wieder nur jahrelang spazieren gehen kann. Deswegen also 30 Milliarden mindestens. So, rück ich auch nicht von ab. Peng, Thema durch, braucht man nicht weiter zu diskutieren. Vor allem, das ist eigentlich schon noch sogar noch zu wenig. 30 Milliarden. Ich kann ja nichts dazu, dass die Geheimdienste so viel Scheiße fabrizieren da. Das ist ja nicht mein Problem. Wie gesagt, aber auf jeden Fall im Milliardenbereich und ich will einmal bis zum Leben ausgesorgt haben. Das steht mir zu, dass ich nie wieder arbeiten muss. Ich habe 80 Jahre jetzt geknüppelt, seit meiner Geburt 21 Jahre, 24/7. So, keine Rente, kein Nix, gegen meinen Willen, ja. Habe ich auch noch geknüppelt, mache nochmal einen Dreifach-Bonus obendrauf, dass ich einen Job geknüppelt habe, einen Knochenjob als Targeted Individual. Gegen meinen Willen. Ja. Ja. Genau. Nee. Ja, wie gesagt. Ich will mit dieser satanistischen Welt auf jeden Fall nichts zu tun haben und das, was diese Welt zu bieten hat. Deswegen frage ich euch jetzt, was habt ihr mir zu bieten? Obwohl ihr mir ohnehin eh noch so viel schuldet. Hä? Ja, gar nichts. Von daher, also ich lutsch keine Schwänze. Wofür? Habe ich genug in der Kindheit? Habe ich irgendwas gekriegt? Nein, außer Folter und Lug und Betrug und Beleidigung. Dann kommt sowieso noch hinzu, ihr schuldet mir sowieso noch so viel. Dafür, was man mir hier alles angetan hat, das summiert sich natürlich auch alles. Und meint ihr jetzt noch, nachdem ihr mir nichts zu bieten habt, wie gesagt, ich bin sowieso nicht schwul, ich stehe auch nicht auf irgendwelche Autisten und schon gar nicht stehe ich auf irgendwelche Autisten und Legastheniker, die für den Geheimdienst arbeiten. Ja, also, so oder so nicht mein Interessengebiet, ja. Also, das könnt ihr knicken, dieses Sex-Trafficking, ne. So. No chance, sag ich mal, Herr Karl, ne? Keine Chance. Wie gesagt, ich werde so lange weiterkämpfen gegen die neue Weltordnung und den Geheimdienst bis zum Umfallen. Was anderes bleibt mir auch nicht mehr, dank Ihnen, Herr Karl. Hättet mir mal irgendwas lassen sollen. Ne? Keep your slaves happy and entertained, Brot und Spiele. Da würde ich auch weniger rebellieren, ne? Jetzt, wie hat Steinmeier, wie hat euer pädophiler Kumpel Steinmeier, der ist ja auch im Kartell drin, der Präsident, gesagt, hungernde Leute sind der Stoff, aus dem Diktaturen gemacht sind. So, und ich bin ein hungernder Mensch. Und hungern im Sinne von geistiges und seelisches Hungern seit 13 Jahren. Das Hungern nach Liebe, was man schamlos ausnutzt, um mich mit irgendwelchen Idioten zusammenzubringen. Ne, also selber schuld. So. So Frechheit. Ja, vor allem, was man mir hier alles andrehen würde, was man mir hier schon für Krüppelkinder über den Weg geschickt hat, wo ich mir so denke, Alter, diese Ballonköpfe, die müsste man noch nehmen und denen irgendwie ihren scheiß Schädel einschlagen und ihr irgendwie in irgendwelche Anstalten versauern lassen, die können doch eh nichts. Aber nicht an mir, Großkaiser, CIA-Supersoldat, Adrian aus der Familie Milosevic. So, ihr habt euch auf jeden Fall den Falschen rausgesucht, ihr habt euch mit mir verscherzt. Nee.
Also was ich alles für ein Leid aushalten musste. 21 Jahre lang. Seit meiner Geburt. Das ist, und das kommt ja auch, also ich kann nichts dazu, dass ihr so viel Scheiße macht. Das wird euch halt teuer zu stehen kommen, ganz einfach. Wie gesagt, es kommt dazu, ich bin Opfer eines Verbrechens, was es offiziell so noch gar nicht gibt. Dann bin ich Opfer von diesen ganzen klassischen Verbrechen. Oh, scheiß Fliege hier, ey. Oh. Menschenhandel, Kinderhandel, Kindersexhandel, satanistisch ritueller Missbrauch, Körperverletzung, Vergewaltigung. Das gibt's natürlich alles offiziell als Straftatenbestand. Also ich bin sowohl Opfer von klassischen Verbrechen als auch von neumodernen Verbrechen. Also wir kommen hier nicht, ihr kommt nicht billig dabei weg. So ein paar lausigen Millionen, Alter. So, also Fakt ist, ich wäre Milliardär, wenn man mal anfangen würde, mich auszuzahlen. Das wird natürlich nicht günstiger jeden Tag, solange das hier weiterläuft. So, ja, wie gesagt, ihr könnt euch einen anderen Dulli suchen. Fakt ist, also ich werde niemals für die Geheimdienste arbeiten. Niemals. Ja. Da war er gerade. Phil Rosenberg, der Junge von der Rosenberg-Familie. Denkt sie auch, oh, ich bin was Tolles, ich bin das Bessere, ich gehöre zu den Zionbergs. Ja, klasse, ey. Ja, Rosenbergs, auch eine Freimaurerfamilie, haben hier ihren Dreck, stecken auch tief in der Scheiße. Der Vater ist hier der hier die Bagger verkauft, hier. Rosenberg, UG, oben in der Müllmeerstraße, rotes Backsteinhaus. Ja. Ja, wie gesagt, man kann sich übrigens ausmalen. Jeder, der in dieser Welt was hat, ist Freimaurer oder hat irgendwie was mit den Geheimdiensten zu tun. Und je mehr ihr habt und je mehr diese Person hat, umso höher steigt dann auch, ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Person im Kartell ist. Es gibt keine Milliardäre, die keine Freimaurer sind. Ihr könnt nicht Milliardär werden, ohne Freimaurer zu sein. Ausnahmen sind vielleicht diese Leute, die klug genug waren, in Bitcoin zu investieren, dann da Glück hatten. Deswegen hat man es ja auch alles so unterdrückt hier. Was gab's damals? Riester-Rente und wollte die Leute halt irgendwie ablenken, dass sie eben nicht ihr Geld da rein investieren, weil man halt nicht will, dass normale Leute mächtig werden und viel Geld haben. Genau das gleiche läuft jetzt auch wieder. Die Leute schön ablenken, dass sie nämlich eben ihr Geld nicht in Kryptowährungen investieren. In Ethereum und Cardano, was es da alles gibt. Dann haben wir auch wieder die Geschichte, mir gehen jetzt die ganzen Gewinne flöten auch, weil ich wieder nicht investieren kann, weil mein Kontostand bei 0,31 € oder irgendwas ist. Weil ich mein ganzes Geld für Messgeräte, für Schutz, Aluminiumfolie und so eine Scheiße ausgeben muss, so wie Dr. Cassian Horton das auch muss. Ne? Ja. Klasse, Herr Karl, ehrlich. Die besten Leute der Gesellschaft unterdrücken und ermorden, weil mich Autisten und Legastheniker in den Kontrollpositionen einsetzen. Nee, ihr habt es euch mit mir versaut, ihr habt es euch zum Guten für mich, weil ich so sehen konnte, was ihr für eine Loserbande da seid. Ja. Ihr habt mich kaputt gemacht, mein Herz gebrochen, ne? Aber kommt nicht mal am Poppes schmatzen jetzt hier. Ne? Ganz einfache Kiste. Nee, fickt euch ins Knie. Und nehmt eure scheiß autistischen Kinder wieder mit ins Hauptquartier. Ins BND-Hauptquartier. Nee, ich verstehe das nicht, wie man so doof sein kann. Wie gesagt, also ich werde übrigens nie für die Geheimdienste und für euch auch arbeiten. Also wozu soll ich Schwänze lutschen bei irgendwelchen Geheimdienstlern? Für was? Ich will nichts von dieser Welt. Außer, dass dieses kranke Kartell endlich gestoppt wird. Diesen scheiß behinderten Legasthenikern und Kindern aus den füllten Abfallcontainern. Und ja, wir nennen das natürlich, könnt ihr jetzt alle meine Zuschauer mal. Nachdenken, wenn das jahrhundertelang so geht, dass man nur immer die dümmsten Leute der Gesellschaft nimmt, ist wie mit Pflanzen, Man hat ja, also in der Regel macht man das ja so, man züchtet sich immer nur die besten Pflanzen ran und zur Vermehrung nimmt man auch nur die besten Pflanzen und die am meisten irgendwie Ertrag bringen und nicht irgendwelche, wenn man kreuzt und so eine Scheiße, keine Ahnung, ich bin kein Gärtner und auch kein Autist. So, kenne mich damit nicht aus, aber ich will damit nur sagen, so, und so ist das halt auch mit Menschen. Wenn man jahrhundertelang nur die dümmsten Leute der Gesellschaft nimmt und die kriminellsten und die korruptesten und die sich dann fortpflanzen und Kinder haben, also beispielsweise diese Freimaurer und Templer mit ihren Kindern und es kommen halt immer nur die dümmsten nach oben, ne?
Ja, die werden, es wird natürlich nicht besser dann, ne? Und deswegen haben wir auch diese kaputte Welt, so wie sie jetzt ist. Weil die dümmsten Leute installieren dann auch wieder noch dümmere Leute dann um sich herum. Und die zeugen dann Kinder und die sind dann natürlich auch nicht gerade die gebildesten. Und dann kommt da sowas bei raus. Ein Geheimdienst voll mit Losern, Versagern, Autisten, Legasthenikern, Leute mit einem riesigen Ballonkopf, wo man sich fragt, wenn ich jetzt mit einer Nadel da reinpieke, platzt der dann gleich auf oder was ist dann da los? Nee, und das ist deswegen, und das System ist halt widerlich. Und das funktioniert, das spielt sich auch nicht ab, dass ich mich dann auch irgend so einem Legastheniker unterwerfe und von dem irgendwelche Orders kriege und hier irgendwie in irgendwelchen Autos rumfahre und irgendwelche Leute stalke. Fickt euch ins Knie, Herr Karl. Also sucht euch einen anderen Spastiker, den ihr, sag ich mal, verwenden könnt. Ja? Schiebt euch euren Scheiß in den Arsch. Eure Scheißrevolution. Die 500 Millionen Euro vom Iran. Das ist das System, was weg muss. Und nicht irgendwie, wir brauchen hier nicht irgendwie nur einen Tapetenwechsel. Das reicht auch nicht mehr. Nee, vor allem, übrigens, meint ihr, ich bin so bescheuert und lasst mich auf eure Revolution ein? Mich hätte man auch nur wie ein Spielzeug benutzt und dann weggeworfen. Meint ihr, ich kann das nicht durchschauen? Ich wäre nur benutzt worden, hier um den Bürgerkrieg anzufachen und dann hätte man mich auch nach ein paar Jahren umgebracht wahrscheinlich. Ja, herzlichen Glückwunsch auch. Ja? Nee, so doof bin ich nicht. Absolut nicht. Das könnte knicken, dass ich mich so ausnutzen lasse. Nee. Keine Chance, ne? No chance, mate. Oh, wie spät haben wir es jetzt? 17:24, yo. Sonne knallt. Ja, ich wollte das auf jeden Fall nur mal loswerden, alles, wie gesagt. Ich habe es ja alles irgendwie in einer ein oder anderen Form und Art und Weise ja auch schon gesagt, bloß es kommt halt nicht an. Wie gesagt, ich werde weiterhin jeden Tag bis zum Orgasmus vergewaltigt und dieses Voice to Skull, Person XY liebt dich, das geht immer noch so weiter. Ja. Dazu kann ich auch nur sagen, sucht euch einen anderen, den ihr ausnutzen könnt für Sex-Trafficking. Also ganz ehrlich, das zieht nicht mehr nach dieser ganzen Scheiße, was hier gelaufen ist. Dieses er liebt dich und sie liebt dich und hast du nicht gesehen. Ja. Funktioniert nicht. Ihr könnt euch einen anderen suchen. Scheiß Nazi-Schwuchtel in der BND. Siehst du, Nazis seid ihr auch noch. Schwule, autistische Legastheniker, Nazi-Schwuchteln, die Kinder ficken und sich in den Arsch ficken und denken, die sind überlegen, weil sie Zugang zu Militärtechnologie haben. Die der Masse der Menschen verschlossen ist. Applaus, ey. So. Und da hat man doch eigentlich schon das Problem der Gesellschaft. Das muss einfach nur beseitigt werden. Und wir brauchen ja keine Revolution, keine Hisbollah, die in den Straßen irgendwie irgendwelche Selbstmordanschläge macht, Herr Karl, ne? Sucht euch einen anderen Idioten. Ich habe gehört, der Rosenberg-Junge, Phil Rosenberg von der Rosenberg-Familie, wollte eine Revolution leiten. Kann der machen? Bitteschön. Ich bin mir dafür auch zu schade. Weil, sag ich mal so, was bringt mir eine Revolution, wenn alle Leute schon durch den Geheimdienst ferngesteuert werden, das gar nicht mal wissen, durch Chip-Implantate, man denen durch die Augen gucken kann. Und ich genauso gesteuert werde und ich bin das Gesicht und ich kriege dann die ganzen Giftpfeile ab, wenn der Geheimdienst dann Scheiße macht mit meiner Organisation. Ja, klasse. Nee, läuft nicht, spielt sich nicht ab. Also, das Ding ist gestorben hier. Also, dementsprechend jetzt die Frage, wofür soll ich jetzt noch Schwänze lutschen? Ist die Frage jetzt hier, ne? Also, wollte der jetzt irgendwie hier zugewunken? Hab auch nicht verstanden, was der gesagt hat. Naja, ist auch egal, ne? Tja, ja, wie gesagt, ich werde nicht nachgeben. Also der Hass ist größer in mir. Gut für mich, schlecht für euch. Also der, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, worüber ich mich am meisten aufregen soll. Der Fakt, dass man mich als Übermenschen in so ein Untermenschenprojekt steckt, ich mich von Untermenschen denigrieren und niedermachen lassen muss und überwachen und foltern lassen muss.
dass ich in einer mir als Übermenschen unwürdigen Hausdrittel aufhalten muss mit einer narzisstischen Mutter als Erzeugerin. Ja, sucht euch was aus. Aber ich bin auch Indigo und ich gehe sowieso schnell an die Decke, wenn mir Ungerechtigkeit widerfährt. Ja, und das geht bei mir ja schon seit 21 Jahren so, diese ganze Scheiße. Und deswegen, der Fakt, dass ich wegen euch Untermenschen, ihr seid Untermenschen, alle beim BND, in irgendeiner Klappe, in mehreren Nord-Nazi-Todeslagern sitzen musste, mich mit Pillen vergiften lassen musste, da ausgehungert und fast gestorben wäre. Ja, und jetzt glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt noch mit irgendwelchen Autisten und Legasthenikern vom Geheimdienst rumpoppe und irgendwie die Schwänze lutsche. Nachdem ich hier mehrfach versucht hatte, mich wegen euch Wichser und wegen diesem Kindersexhandel auch umzubringen, es hätte auch keinen gestört. Nachdem man mich in einem kontrollierten Attentat opfern wollte, hier in der Lünz-Realschule in 37574 Einbeck. Ja. Ich wäre gern draufgegangen, muss ich dazu auch mal sagen. Vodafone hat es versaut, 3 Wochen Internetstörung, konnten mir keine Waffe aus dem Darknet bestellen damals. Danach haben sie mich sofort wieder in Nazi-Deathcamp gesperrt, ins Holzminden, wo ich dann meine Sommerferien verbringen konnte. War der heißeste Tag. Und du sitzt da in irgendeiner Anstalt eingesperrt, wegen irgendwelchen Pissern und Legasthenikern und Losern, Versagern, die halt nichts können vom Geheimdienst. Sich denken, sie wären was Besseres, aber in Wirklichkeit ist es andersrum. Diese Leute kannst du da in irgendeine Anstalt setzen, aber nicht umgekehrt. Wie gesagt, das System muss weg. Das ist auch weltweit. Psychiatrien gibt es genauso im Iran. Ich mag das Wort Psychiatrie nicht, weil das ist eine Fehlbeschreibung. Psychiatrien sind keine Psychiatrien, das sind auch keine Krankenhäuser, das sind Todeslager. Das sind Lager für Menschenversuche, für Systemgegner, für Dissidenten, für die Opposition in diesem Land, die es deswegen auch nicht gibt. Rüdiger Hoffmann arbeitet für den BND, die verfassungsgebende Versammlung ist der Verfassungsschutz. Über Rüdiger Hoffmann wollte man mich auch an die Macht bringen übrigens, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, weil er ja, wie gesagt, für den BND arbeitet. So. Müsst ihr mir nicht glauben, ist die Wahrheit. Auch abgelehnt. Ich will nicht herrschen. Der Grund, warum ich damals herrschen wollte, ist, weil ich unter Mind Control stand. Und vor allem, weil ich, wie gesagt, ich will eigentlich nur diese Macht, um halt quasi dieses ganze System, dieses kranke, perverse, menschenverachtende System zu stoppen. Und nicht nur Teil des Systems werden. Ich möchte wissen, was ich stattdessen will, ist, ich möchte wissen, wer hat mich missbraucht, wie heißen diese Leute richtig. Keine Fake-Identitäten vom BND, irgendwie eine von 20. Wo wohnen die? Was haben die ganze Zeit sonst noch für Schindluder getrieben? Ich will diese Leute mit ihrer scheiß autistischen Bollerkopf-Familie tot sehen, ja? Das will ich. Ja, hier ist schon wieder so. Ich dachte, ich filme den jetzt auch mal. Ist mir auch scheißegal hier. SHK P010 oder PO10. Scheiße, Mann. Also, SHK P010 oder PO10. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall war das ein Geheimdienstler. Ich sehe es an den Autos, an einem Kennzeichen. Ich weiß es. Wer einer ist von denen und wer nicht. So. Das lernt man irgendwann als Stalking-Opfer. Wer ist jetzt vom Geheimdienst und wer nicht? SHK, brennt euch das ein. Kommt in meine Gerichtsverhandlung und ich schreibe mir das auf. SHK, PO10 oder P010. Ich konnte es gerade nicht sehen. Ich glaube, es war aber P010. Wichser. Also, es spielt sich nicht ab. Ihr könnt mich mal... Ich will nur, dass dieses menschenverachtende System endlich zusammenbricht. Mehr will ich gar nicht. Ich popp nicht mit irgendwelchen Autisten, mit irgendwelchen Losern rum. Schon gar nicht nach dieser Scheiße. Wie gesagt, der Bogen ist überspannt, ihr Lieben vom BND, Herr Karl. Der Bogen ist maßlos überspannt. Ihr hättet euch das damals überlegen sollen, ob man mit mir in die Prostitutionsrichtung gehen wollte, sollte. Ihr habt euch entschieden, mich zu exterminieren zu wollen in dem Nazi-Deathcamp, was euch leider auch nicht gelungen ist. Weil ihr halt alle so einen kleinen Mini-Dödel habt und genauso ein kleines Gehirn, weil ihr halt alle Inzucht seid. Ja, alles erwiesen, bewiesen durch mich hier. Ja, auch fehlgeschlagen. Und jetzt glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass ich bei irgendwelchen scheiß Geheimdiensten an die Schwänze lutsche. Fickt euch ins Knie, ihr habt alle einen Dachschaden. Davon mal ab, ich muss mich hier im Internet so blamieren,
Weil die Polizei nichts macht, weil das auch alles Pissetrinker und Kinderficker sind, so wie es aussieht. Oder irgendwie mit den Freimaurern unter einer Decke stecken. So. Und deswegen. Ich wollte das auf jeden Fall mal loswerden. Also ihr habt euch mit mir halt vergeigt. Beziehung gehe ich keine mehr ein. Ich bin sowieso asexuell. Aber nach dieser Scheiße und vor allem nach diesen Psychospielchen mit den ganzen Namen vertauschen und Gangstalking und oh. Ganz ehrlich, auf solche Leute habe ich so oder so keinen Bock. Die mich belügen, betrügen und irgendwelche Psychospielchen mit mir machen. Also vergesst es doch alles, ey. Ja. Ich bin schon froh, dass es so gekommen ist. Ja, umso besser für mich, schlecht für euch. Also wir können das hier bis in die Ewigkeit hinausziehen. Genau. Ja. Ich wollte das auf jeden Fall mal alles loswerden. Sucht euch was aus da. Aber mir hat man so viel Scheiße und Unrecht und Leid angetan. Jetzt soll ich Schwänze lutschen und dann für was? Damit man mit mir noch Pornos machen kann. Die dann nochmal verkaufen kann. Nochmal an mir Geld machen kann. Mich dann umbringen kann. Ja, also so doof bin ich nicht. Hört auf, meine Liebe und mein gebrochenes Herz und der Fakt, dass ich nie Liebe gekriegt habe, auszunutzen für eure kranken, perversen Zwecke. So. Fickt euch ins Knie. Schiebt euch eure Drecksautistenkinder sonst wohin. Also ich sag mal ganz ehrlich so. Ich gehe hier lieber ein und kaputt und verrecke im Elend, als dass ich irgendwie mit irgendeinem Autisten, Legastheniker und den ganzen anderen Loser, was mir so seit 17 Jahren hier so andreht an Leuten, rummache. Oder generell, das ist, bevor ich irgendeine schwule Beziehung eingehe, egal mit wem, oder überhaupt irgendeine Beziehung, ich bin asexuell, ich habe da keinen Bock drauf, raff das endlich davon mal ab, selbst wenn ich schwul wäre oder asexuell oder sonst was anderes, was es heutzutage alles so gibt. Gibt ja auch Leute, die stehen auf Transgender und so eine Wichse. Ja, keine Ahnung, ist alles pervers. Aber ihr habt so mit mir gespielt, mit meinem Herz, mit meiner Liebe, mit meinem ganzen Scheiß. Und jetzt glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass ich euch jetzt noch hinterherlaufe, euch allen Geheimdienstfixern da. Oder auch wenn ihr mir hinterherlaufen würdet, dass ich mich noch auf irgendwas einlasse von euch. Glaubt ihr doch wohl selber nicht, oder? Wie gesagt, vor allem, was habt ihr mir jetzt nochmal die Abschlussfrage? Was habt ihr mir zu bieten von den Geheimdiensten? Was? Alles, was ich will, ist, wie gesagt, dass alle Leute hier, die man mir andrehen wollte, hier sterben als Wiedergutmachung. Hier, dieser scheiß Legastheniker und aus der Geheimdienstfamilie Schärfke, Finn Schärfke, dieser scheiß blonde Polacke da, Markus Glorz hier, was wollte man mir noch andrehen hier? Ne? Benny Behrens, dieser fette Freimaurer von der Freimaurer-Behrens-Familie. Ja, die gehören alle gehangen, so oder so, diese ganzen Freimaurer mit ihren Kindern. Kommt so oder so irgendwann alles weg. Das will ich. Das möchte ich haben. Ja, das ist, was ich will. Das soll mal eine Belohnung sein. So, also. Das könnt ihr mir ja sowieso nicht bieten. Also muss ich auch keine Schwänze lutschen. Ganz einfache Kiste. Ihr habt doch alle einen Dachschaden, ehrlich. So, ich werde weiterhin alles veröffentlichen bis zu meinem Tod. Ist auch egal, ob YouTube die Kanäle löscht. Gott sieht alles, Gott weiß alles. Ihr kriegt eure Strafe irgendwann. So. Ich möchte, dass dieser genetisch defekte Biomüll, den man mir als Übermenschen andrehen wollte, dass der krepiert mit seiner ganzen Familie. Was haben wir denn noch? Wir haben, also nur Idioten kamen mir seit Jahren hier um die Ecke. Hier, komm, wen haben wir denn noch?
Myron Beyer aus der Freimaurer Beyer Familie, ist auch Freimaurer. Ein kleinwüchsiger Blondie, ja? Komm her, ey, es darf doch nicht wahr sein, oder? Kann das wahr sein, alles? Auch Freimaurer übrigens, Behrens sind Freimaurer, Beyer sind Freimaurer. Alle Leute, die irgendwas haben, sind Freimaurer. Es ist so. Leute, die, wie ich, andere, die werden wie ich zerstört. Na. Ja, eigentlich wollte ich das Video auch gar nicht so lange machen, maximal 30 Minuten, aber es muss halt mal raus, weil... Und ich weiß auch schon gar nicht mehr, in welchen Videos ich was schon alles schon mal gesagt hatte und was nicht. Und dann wurde ja auch mein Kanal gelöscht und die Videos werden gelöscht und boah, ne, da kommt man dann irgendwann durcheinander dann, ne? Was man dann schon irgendwie was gesagt hat und was nicht. Und welches Video dann gelöscht wurde und welches nicht. Wie gesagt, schiebt euch, das ist auf jeden Fall das, was ich will. Ich will, dass diese Ballonköpfe und Legastheniker sterben mit ihren Familien zusammen. Als Belohnung und Wiedergutmachung, dass ich quasi wieder meinen Seelenfrieden finden kann. Oder Option 2 ist, aber dazu seid ihr euch ja auch zu feige beim BND, man schickt mir endlich an meine Adresse die Gleiwitzer Straße 9, einen Smith & Wesson Revolver oder Magnum 500, irgendwas, was mit viel Durchschlafskraft hat oder auch eine Schrotflinte oder Shotgun. Ja, so dass ich mir halt selber das Gehirn wegpusten kann, sag ich mal. Und das auch garantiert nicht überlebe, weil ich habe keinen Bock, irgendwie Sabbat im Rollstuhl zu sitzen. Wenn du nur mit so einer Glock irgendwie so hast, wenn du Pech hast, stirbst du nicht mal richtig. Aber nicht mal eine Glock habe ich ja. So, an Waffen komme ich nicht, Geld habe ich nicht. Wegen euch und wegen Römermann, diesem Pissetrinkerkartell, habe ich auch einen Eintrag im Bundeszentralregister. Was natürlich auch alles gelogen ist. Also, Strick kann ich mir nicht leisten. Habe ich kein Geld für. Auch nicht tatsächlich. Ja, ihr könnt mir ja ein bisschen was überweisen, Herr Karl, aber seid ihr euch auch zu feige und zu doof zu. Also für den Strick habe ich kein Geld, an Waffen komme ich nicht, Arm aufschneiden und stundenlang ausbluten und dann wieder in irgendeinem Nazi-Todeslager landen, ist auch keine Option. Also, wir kommen hier nicht weiter. Nee, was ich will, ist, dass das Kriminalkartell endlich einstürzt. Der ganze BND, die ganze CIA, der ganze Vatikan. Das ist die Belohnung, die will ich. Ich will nichts vom Kartell, ich will nicht nur so eine kleine Systemhure sein. So ein kleiner schwänzelutschender Bimbo im wahrsten Sinne des Wortes, der Pisse trinkt und Kinder vögelt. Und dann irgendwo Präsident ist und irgendwelche belanglosen Entscheidungen treffen kann. Nichts von dieser Welt hat einen reellen Gegenwert. Das ist alles Blödsinn, alles Müll. Also... Dieser Strick kann ich mir nicht kaufen, habe ich kein Geld, 0,31 Euro, da kann ich mir einen Center Shocks vielleicht bedrohen. Ja, vielleicht mache ich das sogar. Oder vielleicht mal ein Brötchen beim Rewe. So Hartz IV kriege ich noch nicht, Kindergeld kriege ich auch nicht. So, das geht ja auch noch auf das Konto von meiner Mutter, obwohl wir eigentlich bei diesen Anträgen dann, wo ich 18 geworden bin, da irgendwie meine Kontonummer angegeben habe. Keine Ahnung, was die fabrizieren da für eine Scheiße. Und meine Erzeugerin halt. So, also Geld, Einkommen habe ich null, auch nicht durch YouTube. Wenn ihr Werbung sehen solltet, liegt das an den neuen Nutzungsbedingungen durch YouTube. Könnt ihr jetzt auf jedes Video Werbung schalten, auch bei Nicht-Partnern. Wie gesagt, und selbst wenn ich Werbung schalten würde, wären die Einnahmen so minimal, dass ich mir das nicht mal auszahlen lassen könnte. Werbung kann man erst ab 1000 Abonnenten und 4000 Wiedergabestunden machen. Und so 1000 Klicks sind irgendwie 1 Euro. So, das heißt jetzt, ich habe insgesamt 80.000 Aufrufe auf meinem Kanal, heißt also 80 Euro. Doch, die könnte ich mir sogar auszahlen lassen, weil das Auszahlungslimit oder Auszahlungsdings bei YouTube ist nämlich 70 oder 75 Euro. So, klasse, 80 Euro. Aber das wäre jetzt ja insgesamt. Aber das wäre jetzt ja nicht jeden Monat. Ne? Weil das insgesamt meine Aufrufe sind, 80.000. Ja, YouTube versieht sich natürlich da deutlich mehr dran an den Videos dann. Während du halt einen Euro in Groschen hingeschnipst kriegst, so ein Penny, und dann heißt es hier Adrian. Walla Bilal, nimm das an, ja. Das ist YouTube. Und warum ist das so? Weil YouTube zu Google gehört und Google von der CIA gekauft wurde.
Das heißt, also die CIA verdient sich dann auch nochmal an den Opfern nochmal schön eine goldene Nase, wenn die dann Werbung schalten oder so. Das ist doch alles schon Ironie hier. Das ist ein Witz, ey. Wenn denn überhaupt Werbung geschaltet werden kann auf meinen Videos, weil das ja auch systemkritisch ist. Das heißt, es wird dann demonetarisiert. Also 80 Euro hätte ich da vielleicht insgesamt jetzt bis jetzt nicht machen können mit Freimaurer-Tube. Ne? Ja, also, aber es ist auch nicht, dass man jetzt da reich wird, so wie viele das denken. Vielleicht hier Julian Bam oder hier Gronkh, aber die haben ja auch dann wiederum Deals und Sponsoren und Spenden auch noch. Spenden kriege ich ja auch. Im begrenzten Maße hier, aber das ist auch nicht so, als dass ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten könnte. Aber vor allem nicht auf Dauer. Ja, klasse. Ja, das ist Spenden übrigens wenige verhältnismäßige, ne? Wenige. Also ich habe über 900 Zuschauer. Und vielleicht einer von denen, das ist Deutschlands Situation auch, ne? Einer oder zwei, oder naja, nicht einer. Drei, vier, fünf Leute von 900, die dann mal irgendwie mal was überwiesen haben, einmalig oder mehrfach. Das ist in Deutschland, ist das ja generell so. Ne? Und das ist auch das Problem, warum das Land kaputt ist. Von 1000 Leuten gibt es 500 Aufrichtige. Fünf Aufrichtige. Habe ich gesagt 500? Von diesen korrekt. Ihr seid korrekt, Alter. Alle, die gespendet haben, ihr seid korrekt, ihr seid okay. Aber das ist leider nicht die Mehrheit. Wäre es die Mehrheit, dann wäre das schön. Also normalerweise, man müsste übrigens mal so jetzt mal ganz kurz off-topic, man müsste so richtig hohe Strafen auf Korruption und so eine Scheiße machen. Lebenslange Haftstrafe, so wenn du 10 Euro Bestechung annimmst. Sowas müsste man mal machen. Und Geheimgesellschaften verbieten. Das würde schon mal richtig viel bringen auf jeden Fall, ne? Aber, ja, und dafür kämpfe ich ja auch dann, ne? Also sowas müsste man mal machen. 10 Euro Bestechungsgeld, lebenslange Haft. Würde sich niemand mehr bestechen lassen. So. Ne? So, jetzt mal so off-topic, weil viele werden ja übrigens auch bestochen hier. Und glaubt mal ja nicht, dass hier Psychiater, also Nazi-KZ-Ärzte, dass die, wenn da, also es ist ja nicht jeder so wie ich übrigens auch, ne? Ich habe 500 Millionen abgelehnt, ich habe die Welt abgelehnt, ich habe alles abgelehnt. Aber die meisten würden sich ja damit halt auch locken lassen, weil sie halt dumm sind, weil sie halt wie kleine Kinder, naiv sind, Materialisten, was weiß ich. Für die zählt halt nur, und deswegen wird auch Zeit, diese Geheimdienste abzuschalten. Für die zählt halt nur viel Geld, schickes, schnelles Auto. Ja, aber das ist doch alles nebensächlich. Ne? Ich versterbe hier lieber qualvoll und an meinem Elend und an meinem seelischen und körperlichen Leid, als dass ich diesem Geheimdienstkartell und Freimaurerkartell beitrete und eigentlich Kinder poppe für ein bisschen Materialismus in einer Welt, in der nichts einen Wert hat. So wie in einem Videospiel. Du bist schön, wenn du da alles hast und alles freigeschaltet, aber und? Hat das irgendeinen Wert in dieser Welt dann? Nein. Und so ist das umgekehrt mit dieser Welt auch. Wenn in dieser Welt, was du hier hast, was bringt dir das? Kommst du da, bringt dir das im Himmel irgendwas, wenn du bei Gott bist? Nee. Verlierst eh wieder alles hier. Ist auch nur der Zwischenwelt hier. Ja, das bringt dir nämlich gar nichts, im Gegenteil. Gott hat ja auch gesagt, liebe nichts von dieser Welt, denn oder sonst verlierst du die Liebe des Vaters halt irgendwie. Keine Ahnung. Deswegen, ich liebe hier auch von dieser Welt nichts, ich hasse hier alles. Deswegen werde ich vom Heiligen Vater so geliebt und deswegen hasst mich halt Satan umso mehr mit seiner Pissetrinker-Vatikan-Bande, ne? Naja. The Holy Father. Ne? Okay. Gut. Ach ja. Fuck the NWO. Fuck the NWO.
Ich sag mal V-O, aber V gibt's nicht. Das heißt W im Englischen. Also Doppel-U. W. N-W-O. Ich filme das jetzt mal hier. BS-SJ44. Ihr könnt das sehen. Ich habe im Gefühl, spürt man das nämlich immer schon so, welches Auto jetzt zum Geheimdienst gehört. Es ist schwierig zu erklären, aber nach Jahren des Gangstalkings und des Straßentheaters weiß man das dann irgendwann. Und ja, da guckt sie blöd. Da guckt sie blöd. BSSJ44. Scheiße, er hat uns doch aufgezeichnet. BSSJ, hier, da. Warte, stopp. Jetzt fällt hier einer vor. Könnt ihr das lesen? Ach, Wichse. Vielleicht täusche ich mich auch und bin schon total hypersensibilisiert, nachdem ich jahrelang jeden Tag gestalkt werde. Das kann dann natürlich da auch kommen. Das ist dann, wäre dann ein künstlich induzierter Wahn durch Geheimdienstkriminalität. Aber ich weiß auf jeden Fall, aber man spürt es schon irgendwie, weil ich weiß, wie Staatsschutzmitarbeiter aussehen. Ich weiß, wie diese Leute bei den Geheimdiensten aussehen. Ich weiß, mit was die für Autos rumfahren und deswegen. Und irgendwie im Unterbewusstsein weißt du das denn schon irgendwie. Wer gehört jetzt zum Geheimdienst? Hier, CW. Hier fährt auch immer einer mit CW um. Hier so wie CW-Fotobuch. Hier so CW. In so einem dunkelblauen Auto. Aus Nienburg, an der Weser, in so schwarzen Mercedes hatte ich auch schon Leute gehabt, die hier rumgegondelt sind. Ja, wie gesagt, ich werde euch auch nie verzeihen allen. Ich wollte das auf jeden Fall mal alles loswerden, aber das Gangstalking ist jetzt auch erstmal nicht nebensächlich, es ist ja schon ein wichtiger Teil in meinem Leben. Auf jeden Fall, ich verzeihe euch nie, ihr habt mir wirklich das Herz alle gebrochen, habt mir wehgetan, alle. Jetzt glaubt ihr doch bei aller Liebe nicht, dass ich jetzt noch irgendwie mit euren Dreckskindern rumpoppe. Nachdem ich vor allem hier so viel Arbeit auch reinstecken muss in diesen Systemkampf. Nee, ach. So, auf jeden Fall, wo waren wir jetzt? Jetzt bin ich schon wieder abgeschlittert und abgeschliffen und von 1000 Leuten sind 5 Leute, die wirklich, sag ich mal, in Ordnung sind. Und und das ist natürlich auf 80 Millionen, sind es halt auch nur vielleicht so 3, 4, 5 Millionen, die in Ordnung sind. Und der Rest sind halt alles Schwachmaten, ne? Und deswegen ist das Land auch so kaputt. Und diese 5 Millionen, aber die hier gut sind, die müssen sich mal alle vernetzen und den Reichstag stürmen, ey. Ne? Ja. Auf jeden Fall der Typ im SHK-Auto in Schwarz, das war zu 1 Million% ein Geheimdienst, weil das weiß ich. Ich sehe es an den Gesichtern, an diesen Hackfressen. Ich sehe es einfach, du siehst es einfach. Weil die sehen schon aus wie Kriminelle und die sehen auch alle gleich aus. Die sehen auch alle aus wie scheiß Nazis. Schwule Nazis. Ja. Als schwule Nazis sind. Und kinderfickende Nazis. Und der hat nämlich auch so sein, ich weiß nicht, ob das sein Sohn war oder so. Auf jeden Fall, das habe ich auch schon oft gehabt, dass die Geheimdienste mit ihren Kindern vorbeigefahren sind hier oder mit kleinen Kindern. Und da wusste ich schon Bescheid. Also wenn ihr Geheimdienstler seht oder Leute, das wisse für die Leute, dass die für den Geheimdienst arbeiten und die fahren mit kleinen Kindern im Auto rum. Ich weiß dann, das sind dann Monarchopfer und die werden dann auch genauso MK-Ultra programmiert. Sind dann wahrscheinlich mit Drogen unter LSD und deswegen. Da wird mir auch mal schon ganz mulmig, wenn ich einen Geheimdienstler mit kleinen Kindern sehe. Weiß ich schon Bescheid eigentlich dann, ne? Aber es war... Das sind dann auch Filmkinder meistens, so wie ich. Also hier schön Pisse trinken und auch so eine Scheiße alles. Und Zeit, das System endlich dann halt zu demontieren, ne? Ja, dafür kämpfe ich dann halt. So, ja.
Ich werde euch das ganze Elend nie versinken. Deswegen, das steht mir auch nie verzeihen. Also, und der Fakt, dass ich jetzt hier auch nichts habe mehr. Ich habe 31 Cent auf dem Konto. Ich habe kein Einkommen und nichts mehr. Ich kann mir nicht mal wie jetzt ein schönes Smoothie oder irgendwas kaufen beim Kaufland. Nee. Ich muss jetzt bis zum 18. warten, meine narzisstische Erzeugerin anbetteln, ob die vielleicht ein bisschen Kindergeld gibt, dass ich mir auch vielleicht mal wieder neue Klamotten oder irgendwie was holen kann. Wie gesagt, während sich irgendwelche autistischen Legastheniker und Geheimdienstler irgendwie ein schönes Leben machen, beispielsweise die Schärfke-Familie, die Sklotz-Familie, die Baye-Familie, alles Freimaurer- und Geheimdienstkriminalkartellfamilien, oder vor allem die Rosenberg-Familie mit ihrem piss-jüdisch-spanischen Drecksjungen. Bohnenstange verblödet, kann nix, hässlich. Denkt er, ist was Besseres? Nein. So, Vater verkauft, wie gesagt, Bagger. Wie gesagt, den würden sie seine scheiß Bagger gar nicht verkaufen lassen, wenn er nicht auch bei den Freimaurern wäre oder sonst was. Weil anderen Leuten machen sie halt das Geschäft kaputt. Es ist einfach so. So. Macht sich damit sein. Ja, also ich glaube auch nicht. Es kommt auch nicht nur von Baggern. Das kommt nämlich auch von Mind-Control-Opfern wie mir. Und deswegen regt es mich auch so auf. Die verdienen dann auch noch Geld an meinem Elend. Was ist das denn für ein Scheiß? Hallo? Das ist doch unmöglich sowas, ne? Und deswegen teile ich das Ganze ja auch. Was die Leute mal so Wind bekommen, was hier für eine kranke Scheiße läuft und wer daran beteiligt ist. Für den Fall, dass ich ermordet werde, was ja hier auch gerade läuft. Oder was seit Jahren läuft, aber ja, wie gesagt, die Geheimdienste warten immer, dass du selber den ersten Schritt machst. So feige sind die. Der Penis ist halt so mikroskopisch bei denen. Weißt du, da brauchst du eine Lupe, um den zu finden. Ja. Wie gesagt, Herr Karl ist einfach nur eifersüchtig auf meinen 100 Meter Jugoschwanz. Ja. Das ist halt, daher kommt das alles auch hier, die ganze Scheiße. Ne? Seid alle nur eifersüchtig. Mein Jugoschwanz. Daher kommt das. Arschgeigen, alle. Ja, das wollte ich auf jeden Fall alles mal loswerden, weil es mich halt bedrückt, weil im Fall, vor allem, weil es auch deprimierend ist. Übrigens, ja, wo wir gerade dabei sind, ne? Also, ich sag mal so, da sind wir auch wieder bei mir. Ihr hättet mir was lassen sollen. Wisst ihr, warum ich hier an alle Leute, die beteiligt sind an meiner Monarch-Programmierung, warum ich überhaupt diese Videos drehe? Weil das Einzige ist, was mir bleibt. Ne? Ich kann ja sonst auch gar nichts. Ich würde auch liebend gerne in Kaufland gehen und mir mal irgendwas Schönes kaufen, aber das geht ja auch nicht mehr. Mich quasi glücklich kaufen und meine Schmerzen so lindern, aber das geht ja auch nicht. So, ich kann weder was einkaufen. Freundschaften hat bei mir auch alles zerstört. Ansonsten ist auch alles zu. Aber ich hätte auch mal Bock, ins Schwimmbad mal wieder zu gehen. Ne? Als Einbecker ist ja auch nicht so das Sauberste, was da alles schon lag. Kondome und Pflaster, aber gut. Vielleicht habe ich mir auch da meine Warze am Fuß geholt. Ich weiß nicht. Trotzdem hätte ich mal wieder Bock ins Freibad oder so. Ne? Die sollen mal hier wieder, die scheiß Freimaurer, sollen mal hier das Schwimmbad aufmachen wieder. Meine Fresse, ey. Wegen der scheiß Grippe. So ein Aufmachen, so ein Larry machen. Ne? Schade, dass Harald übrigens nicht mehr da ist. Der hat immer den Kiosk geführt. Ja. Schade drum. Ah, Mann, siehst du, so ein schönes, das wäre geil, richtig jetzt schwimmen und dann so ein schönes Slush-Eis oder was. Ich glaube, ich bestelle mir mal, wenn ich dann wieder Geld habe, mal diesen Slush-Maker hier, wo du das irgendwie einfrieren musst und dann in ein Gefrierfach und dann kippst du Brause rein oder so. Ja, aber Costa Quanta habe ich nicht und das ist die Sache und deswegen mache ich auch diese Videos. Ne? Thank you.
Ne? Ja, und das ist aber so, wie dann sonst, so geht der Kreislauf dann. Die Videos entstehen nämlich nur aus meiner Verzweiflung, aus meinem Leid, aus meinem Elend. Deswegen, Herr Karl, wenn ihr mir ein bisschen Kohle gelassen hättet, ne, könnte ich mir zum Beispiel, wie gesagt, jetzt irgendwas kaufen. Und dann wäre das Video vielleicht auch heute gar nicht so entstanden. Dann hätte ich mein Leid irgendwie so gelindert, indem ich mir was gekauft hätte. So bin ich jetzt wieder gezwungen, Video zu machen. Aber wieso? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das ist auch ganz komisch irgendwie für mich, irgendwie diese Videos zu machen. Einmal an den BND, dann einmal an meine Zuschauer. Und boah, und dann... Ja, ich gehe jetzt wieder in mein Nazi-Deathcamp. In mein für mich speziell angefertigtes, umgewandeltes Nazi-elektromagnetisches Konzentrationslager. Werde mich wieder von meinen Nachbarn, von meinen geisteskranken BND-Nachbarn vergewaltigen lassen müssen, jeden Tag mit elektromagnetischen Waffen und Chipimplantaten. Bis zum Orgasmus seit meinem dritten Lebensjahr in Hoffnung, mich schwul zu machen, was auch nicht klappt, aber was die aber nicht raffen. Ja, was ein Schwachsinn. Ja, also ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen jetzt erkennen, wenn ich wenigstens doch irgendwas hätte, ein Motorrad, ein Quad oder irgendwie, dass ich jetzt da mal rumfahren könnte oder Fahrrad, der Fahrrad ist scheiße, weil, weiß ich nicht, und alleine irgendwie da rumgurken ist dann auch, auch scheiße. Aber so ein Motorrad wäre schon geil oder ein Quad. Könnte ich mir von meiner Entschädigung kaufen. Wenn die mal irgendwann eintrudelt, wenn ihr scheiß Deutschen mal irgendwann euren scheiß Finger aus den Arsch kriegt und mir hier helft, dass ich hier die Geheimdienste endlich mal verklagen kann, wenn sich irgendwie mal ein Anwalt bereit erklärt, was nicht die Heinzkis sind, die haben mich im Stich gelassen, diese Nazi-KZ. Und dann ansonsten gibt es ja hier nur Verkehrsanwälte und Familienrecht und das brauche ich alles nicht. Ja. Wenn es dann hier mal irgendwie anständige Gerichte geben würde, die nicht unter See- und Handelsrecht sind, wo nicht Herr Dörel drin richtet, ja. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. So, auf jeden Fall, dann würde ich jetzt mit meinem Quad oder Moped oder Mofa oder der Moped ist auch scheiße. Ich möchte schon, mein Motto war schon immer ganz oder gar nicht. Entweder man hat was oder man hat eben nichts. Deswegen, das ist halt, war schon immer mein Motto. Richtig oder gar nicht. Entweder man hat ein Haus oder man eben nichts. Aber nicht Haus Drittel, Viertel, Fünftel oder Geachtel. Entweder man hat Geld oder man hat es nicht. Für mich gibt es nur schwarz oder weiß. Reich oder arm. Loser oder Gewinner. Das Neutrale habe ich bei mir schon abgeschafft. Das gibt es nicht mehr. Ganz oder gar nicht. Richtig oder nicht. Wenn ich ein Auto habe, entweder man tritt richtig aufs Gas oder man lässt es sein. Sonst braucht man es auch gar nicht fahren. Wenn man das Pedal nicht durchtritt. Das ist meine Philosophie. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Wegen dieser, weil die Geheimnisse mich auch manipulieren, dass ich wichtige Sachen vergesse, immer zu sagen. Deswegen muss ich auch so viele Videos machen, Herr Karl. Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter mich nicht mal alles vergessen lassen würden, dann wären wahrscheinlich statt 300 Videos wären es nur dann 5 oder 10 gewesen. Ja, ist also. Aber ich vergesse ja immer alles. Ist ja auch, na. Ne? Ach ja. Ja. Naja. Nee, aber mal ganz ehrlich. Wird jetzt auch schon wieder angespult. Ja, es funktioniert so für diejenigen, die es deswegen, das ist ein neu modernes Verbrechen. Und das lenkt mich dann, deswegen vergesse ich auch immer alles und das verliere den Faden, weil man halt wieder dieses sexuelle Mind-Control anschmeißt, so wie 24-7 halt. Und dann werde ich dann so abgelenkt. Und dann vergesse ich wieder alles.
Naja, also das Ganze, wie gesagt, funktioniert so, dass ich halt, ja, wie gesagt, mir fängt man an, die Gedanken einzusenden, wieder den Penis zu stimulieren. Wie gesagt, bei mir ist das Militärtechnik und das lenkt mich dann wieder ab. Und nein, ich bin nicht homosexuell, ihr habt die Messung gesehen, bei mir ist es das Militär mit Implantaten, weil das Nazi-Schwuchtel sind. Nazi-Schwuchtel, die anscheinend gerne mal an meinem jugoslawischen, arischen, übermenschlichen Schwanz lutschen wollen. Ihn allerdings nicht kriegen werden, weil nach der Scheiße, was gelaufen ist hier. Nee. Schule Scheiße hier. Nee, und wie gesagt, davon mal ab. Ich bin asexuell. Was wollt ihr eigentlich alle hier? Da. Ja. Es steht übrigens hier immer noch das Divi-Schild, obwohl es Divi schon gar nicht mehr gibt. Gibt hier jetzt, jawohl, einen Sonderpostenmarkt in Einbeck. Das steht auch schon Jahre hier. Divi ist schon seit 3, 4, 5 Jahren zu. Keine Ahnung, also war jetzt mal off-topic, aber... Naja. Ja. Nee, durch dieses Sex-Trafficking, das lenkt mich dann auch immer so ab. Also, das muss man sich mal geben. Es gibt Leute hier, die werden von Steuergeldern bezahlt, andere Menschen zu töten, zu vergewaltigen, anzupinkeln, Kinder zu vögeln und damit verdienen die ihr Geld. Plus, was die mit Pornos machen, können sie natürlich noch behalten. Ja, das nennt sich dann Bundesnachrichtendienst. Ja. Und Adrian ist wieder mal der Buhmann, weil er halt seit 21 Jahren sich wehrt gegen das System und keine Kinder anpisst und vögeln will. Deswegen ist er nämlich der Buhmann, ja? Oder was? Nee, dieses Gedanken einsenden und diese Implantatfolter, das lenkt einen immer so ab und deswegen vergesse ich auch immer alles. Nee, also... Ihr Nazi-Schwuchtel beim Geheimdienst könnt mich auf jeden Fall mal alle mal und ihr seid Nazi-Schwuchtel, das sage ich nicht, das wisst ihr selber, das weiß ich. Das wissen mittlerweile alle, auch durch Dr. Catherine Horton, die auch schon offengelegt hat, dass wenn man nicht psychopathisch, nicht homosexuell ist, kommt man irgendwann beim Geheimdienst nicht weiter ab einem gewissen Punkt, das ist dann halt Schluss. Da kommen dann nur die Leute weiter, die halt pädophil sind und Schwänze lutschen. Ja. Und das geht seit hunderten Jahren so und deswegen ist das System auch so kaputt. Und deswegen haben wir jetzt diese Autisten und Legastheniker, die sich für Übermenschen halten. Aber obwohl, in Wirklichkeit sind das die degenerierten Untermenschen. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Herr Karl, hätte ich hier noch irgendwas? Dann würden diese Videos gar nicht gedreht werden. Ihr hättet mir nicht alles wegnehmen sollen. Ihr hättet mir irgendwas lassen sollen. Diesen Schulabschluss dass ich mir meine Ausbildung hätte suchen können. Dann mein Leben halt so beschreiten kann, wie ich das will. Er hätte mich ja trotzdem noch überwachen und foltern und vergewaltigen können. So doof sich das jetzt anhört. Beziehungsweise, ich stimme natürlich nicht zu, aber ihr lasst euch ja trotzdem darauf nicht abhalten, weil ihr halt psychopathisch und schwul seid. Ja. Man hätte mich ja trotzdem auch isoliert halten können von Freunden. Naja, egal, da werde ich jetzt hier wahrscheinlich sterben müssen. Ja, klasse. Ich will damit nur sagen, man hätte mir nicht zwingend alles wegnehmen müssen. Man hätte mir ein bisschen Geld ja auch noch lassen können. Oder zumindest hätte man dafür sorgen können, dass man die Leute irgendwie, die diese Kindergeldanträge ausgefüllt haben, ein bisschen hätte man fernsteuern können, dass sie sich bei dem Geld irgendwie ein bisschen vertippen. Dass sie statt 200 vielleicht ein paar tausend Euro kriege. Keine Ahnung. Oder vor allem, dass ich überhaupt irgendwas kriege. Momentan kriege ich ja gar nichts, sondern es geht auf das Konto von meiner narzisstischen Erzeugerin. Ja. Ne? Scheiß hier alles, ey.
Also Fakt ist, ihr wolltet mich, das ist halt, ja, der BND will die Leute halt immer in eine Abhängigkeitsbeziehung reindrücken. In der Hoffnung, die dann halt rekrutieren zu können. Aber bei mir hat das nur den Hass ausgelöst, weil ich habe einen hohen Freiheitsdrang und ich lasse mich nicht in eine Abhängigkeitsbeziehung drücken und ich lutsche keine Schwänze, um irgendwie Macht oder Geld zu kriegen. Geld hat sowieso eigentlich nur imaginären Wert. Das ist alles nur in unserer Vorstellungskraft. Also es ist letztendlich nur bedrucktes Papier, ist eine optische Illusion, ist eine Täuschung. So. Ja, und leider fallen aber viele Menschen auf diese optische Täuschung namens Geld rein. Und deswegen ist die Welt auch so kaputt. Weil viele Menschen, die interessiert halt kein Menschenleben oder ein Tierleben, sondern die interessiert nur der Geldschein. Und das muss man sich mal geben. Es gibt tatsächlich Menschen, die würden, wenn du denen 1000 Euro geben würdest, die würden eine Katze oder einen Hund töten vom Nachbar. Weil die halt einfach nur das für halt Geld machen würden. Ne? Die machen alles für Geld. Und diese Leute arbeiten bei den Geheimdiensten. Und sind auch noch psychopathisch und schwul und ficken Kinder, kriegen dafür Steuergeld. Was sie mit den Pornos machen, können sie behalten. Keiner begehrt dagegen auf, weil die Deutschen zu viel Fluorid im Wasser haben und Aspartam und weiß ich nicht was. Adrian ist wieder der böse Buhmann, ja, wie seit 17 Jahren oder was, ne? Ja. Nee, also ich popp nicht mit irgendwelchen Kindern rum und keine Chance. Ich krieg dir da nicht mit in dieses Kartell. Nee. Nee, also ihr könnt euch einen anderen suchen. Ich will meine Kindheit wieder. Und das war's dann auch. Ne? Ich gehe nochmal kurz hier hin. Einmal hier hingehen. Einmal hier. Nee, ich weiß auch gar nicht. Oh. Kommt mir Luft, ey. Ich weiß auch gar nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, Dankeschön, Herr Karl, an Ihre Mitarbeiter. Dafür wieder aus dem Kopf gelöscht alles. Ja, deswegen. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal ein Grund. Das hat überhaupt keinen Sinn, Präsident zu sein, wenn ich gewisse Sachen nicht denken kann, mich an gewisse Sachen nicht erinnern kann, ich mehrere Persönlichkeiten habe, die programmiert sind und programmiert werden können und ja, programmiert werden können nicht, das funktioniert nicht. Aber man die dann irgendwie aktivieren kann und ich letzten Endes nur eine Marionette bin und irgendwelche Meinungen weitergebe, die vom Geheimdienst vorgegeben sind. Nein. Ich lasse mich nicht benutzen, wie ein Spielzeug. Also alles wertlos. Na. Also sucht euch einen anderen für eure Revolution. Das kann der Rosenberg-Junge machen, Phil Rosenberg von der Rosenberg-Familie. Bitte schön, ich bin gespannt, wie viele Leute sich hinter dich stellen, Phil, mit deiner Revolution. Ich will's nicht, ich mach das nicht, ich leite das nicht. Kannst du gerne machen, wolltest du ja machen, hast mir ja gesagt. Bitte schön, mach deine Revolution. Ich mach's nicht. Ich will mit dieser Nazi-Scheiße nichts zu tun haben. Oder Myron, du hältst dich ja für Hitler, ne? Aufgrund deiner Gehirnwäsche. Falls du da nicht aufgewacht bist, sag ich dir jetzt so, du bist nicht Hitler. Falls du das hier sehen solltest, genauso wenig wie ich Kim Il-sung, ich auch nicht gewesen bin. Ich werde auf jeden Fall keine Revolution hier führen. Tja, also bei mir ist der Bogen ist überspannt, das Maß ist voll. Sucht euch einen anderen Idioten. Was ich auf jeden Fall nur scheiße finde, Fakt ist also, ich werde nicht kooperieren. Was ich auf jeden Fall nur scheiße finde von euch Geheimdienstern ist, dass man wenigstens nicht mal die Opfer irgendwie anständig umbringt. Ne? Also reziehen irgendwie über einen Regenschirm oder so eine Scheiße. Nee, die Opfer müssen sich selber einen Strick kaufen und erhängen. Was ist denn sowas, Alter? Was soll denn das? Wenn, kann man noch die Opfer wenigstens anständig umbringen. Kopfschuss, Autounfall, Rizin, was weiß ich. Irgendwie so eine Sache halt. Aber nicht hier irgendwie Kinder anpinkeln oder den Adrian anpinkeln, vergewaltigen, Hoden zerstören, Körper zerstören, Leben zerstören, irgendwelche Lügenkampagnen
initiieren, irgendwelche Troll-Hasskampagnen im Internet organisieren und dann sagen, der böse Adrian ist es und dann soll ich mich auch noch selber umbringen. Nee, so läuft das nicht. Ja, selber schuld, das ist auch ein Grund. Ihr seid euch zu feige, mich umzubringen, deswegen, die Videos gehen so lange weiter, in irgendeiner Art und Weise, bis ich tot bin oder halt das Kartell gestoppt. So, ganz einfach. Und ich werde immer mehr enthüllen. Habe ich ja eigentlich schon. Ich habe enthüllt, dass ihr Pissetrinker seid, dass ihr auf BDSM steht, dass ihr Kinder fickt. So, reicht ja eigentlich auch schon, ne? Ja, also. Ja, auf jeden Fall, mit was für Kindern man mich hier reinlocken wollte. Also erstmal bin ich auch nicht pädophil, ne? Aber das ist einfach nur krank. Alter, irgendwelche, wie gesagt, Bollerköpfe, Autisten, irgendwelche Leute mit irgendwelchen scheiß Kieferfehlstellungen, wo ich mir so echt denke, Alter, die Leute kannst du in irgendwelchen... Also versteht das jetzt bitte nicht falsch. Ich habe selber übrigens eine Kieferfehlstellung gehabt und eine Zahnspange deswegen. Aber so, weiß ich nicht, so behindert, wie man sich die halt vorstellt. So Hartz-Weser-Leute auch. Hartz-Weser-Kinder, die auch Kinder. Kinder! Mann, die hat man mir hier auch wollen wir mir andrehen. Das waren alles Hartz-Weser-Kinder. Irgendwelche Kinder, wo ich mir denke, wer zeugt sowas? Pottenhässliche Fettis und... Tja, naja, wie gesagt, ich bin sowieso nicht pädophil, aber wenn ich pädophil wäre, das wollte ich nur mal sagen, so meine ich das, da würde ich garantiert auch nicht auf so eine Scheiße stehen. Naja, lassen wir das sein. Naja. Scheiße, Freimaurer. So. Also, und an alle Leute, die so normal zuschauen, das Problem sind nicht irgendwelche Juden, irgendwelche Ausländer, irgendwelche Araber, irgendwelche Moslems, irgendwelche Russen, irgendwelche Amerikaner. Nee, das Problem sind die Geheim- und Kriminalgesellschaften, die in jedem Land vorhanden sind. Mit diesen schwulen BDSM-Sadomaso-Faschisten. Faschisten und Fetischisten sind das. Fetischist-Faschisten. Keine Ahnung. Da wird schon wieder ordentlich drüber geballert hier. Schön die Sonne blockieren, ne? Schön Aluminium versprühen über die Leute hier. Habe ich auch schon mal eine E-Mail an die CIA geschrieben, dass das bitte unterlassen werden soll, da wo ich wohne. So, wenn überlegt euch mal, Millionen Leute würden das machen. Und das auch auf YouTube teilen und hochladen. Irgendwann würde dann das öffentliche Interesse wachsen. Habe ich gemacht. Das gebracht. Ich habe das Kontaktformular benutzt, habe gesagt, I do not consent, ich stimme nicht zu, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Past, Present and Future, All Dimensions and Timelines. Können Sie woanders sprühen, ein Giftscheiß hier. Siehst du, das ist auch ein System, was gestoppt werden muss, diese Chemtrail-Spurerei hier. Weltweit, dieses Geoengineering, die Wettermanipulation. Und nicht irgendwie, naja, ist auch egal. So, ich werde euch mal was in die Beschreibung anpinnen. So. Sehen wir uns im nächsten Video. Ich wollte das auf jeden Fall mal loswerden. Dann werde ich auch erstmal eine Pause machen. Ich habe auch keine Lust mehr. Es ist auch lästig, diese Videos immer machen. Das Hochladen, das dauert ewig, weil Vodafone und weil so lang. Und dann immer noch vom Handy die Links immer und die Beschreibung immer neu reinkopieren und reinsetzen. Und dann ist das alles so brokelig und dann... Und immer am PC da irgendwas prokeln und bimseln und rummumpeln, da auch keinen Bock drauf. Na, vergiss das alles. Das ist alles nix hier. Mhm. Nee, also das möchte ich. Ich möchte alle Leute, die mich damals missbraucht haben und auch die ganzen Kinder, an die man mich gesextraffickt hat, mit denen ich Sex haben musste, die müssen auch alle sterben, weil das Krüppel- und Untermenschenkinder waren. Wer das noch alles genau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall verzeihen werde ich euch das nicht. Dass ich jetzt wegen euch mit einem kaputten Hoden rumlaufen muss, auch nicht. Weil meine narzisstische Erzeugerin meint, da mich in die Toilette stecken zu müssen und eine Rasiermaschine anzumachen zu müssen, ja. Um mich zu traumatisieren, damit ich das nämlich alles wieder vergesse. Durch diese ganze Scheiße war man natürlich auch mal verstört, auch in der Grundschule, hat auch keine Freunde gefunden.
Da hatte ich noch diese Hasenzähne und sah aus wie Scheiße, weil wir auch kein Geld für Klamotten hatten. Also nur Scheiße habe ich wegen euch gehandelt dann durch, weil ihr mit euren scheiß Sexualperversionen nicht klarkommt. Ja. Scheiß Lachstädter Familie. Ja, und Tino, dieser scheiß Wichser, ist auch noch so doof und lässt sich auch noch einmischen, dieses Projekt reinzustecken. Ey. Projekt Monarch, Beta. Ja. Nee, aber nicht mit mir. Ich mache euch einen Strich durch die Rechnung. Schiebt euch die Scheiße in den Arsch, schiebt euch eure Ballonkopf-Pisspott-Kinder in den Arsch. Wie gesagt, mit Autisten, Legasthenikern und Leuten vom Geheimdienst will ich nichts zu tun haben. Und Ende im Gelände. Und jetzt lasst mich bloß alle in Ruhe und hängt euch auf. Und fangt endlich an, gesteht doch endlich. Seid wie Männer, gesteht eure Schandtaten. Oder fangt an, mich anständig umzubringen mit einem Autounfall oder sonst was. Aber nicht so ein Wichs hier. So, das war's.